Später Nachmittag. Eine junge Frau ist in Eile. Ihr Kind wartet zu Hause. Die Jungunternehmerin muss noch Schuhe ausliefern. Hallo, mein Schatz. Was? Ja, ja, ich bin unterwegs. Du, ich lade jetzt hier nur ganz kurz noch irgendwie die Waren ab. Und dann komme ich auf jeden Fall ganz, ganz schnell zu dir gedüst, ja? Ja, super. Wir treffen uns dann dort. Ja, alles klar. Okay. Schatz, was ist denn da? Hallo? Hallo, sind... Hallo? Oh mein Gott, Scheiße. Das Kind! Ruhig. Wir wissen, dass du da Schuhe wert von 9000 Euro drin hast. Du bist leise, rufst keine Polizei. Nein, ich muss nicht. Der nächste Fall für die Wache in Duisburg. Das ist die Frau Milano. Es geht um den Raubüberfall in der Sumpferstraße. Vielleicht besprechen wir es eben erst kurz. Ach so, du, ich bringe ihn. Ich bin schon mal den Klammer weg. Ja. Bin gleich wieder da. Ja. Raubüberfall? Ja. Während sich Norman Winter um die 6-jährige Tochter der Geschädigten kümmert, übergibt Sandra Fromme den Fall an Kriminalhauptkommissar Eckhard Greitner und Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg. Durch die Befragung der Mutter können die Beamten den Täterkreis eingrenzen. Ja, ich habe ja ein Unternehmen, ein sehr junges Unternehmen, wo wir italienische Schuhe nach Deutschland importieren und die dann hier an Händler verkaufen. Genau, dann zu Händlern bringen, die dann weiterverkaufen. Ja, mhm. Wie groß ist das junge Unternehmen, wenn ich fragen darf? Ich habe 5 Angestellte. Mhm. Genau, ich bin die Geschäftsführerin. Und ja, es läuft sehr gut. Also es ist ein guter Start. Und Sie sind da alleine und managen das Ganze alleine? Oder haben Sie einen Ehemann oder einen Partner, der Ihnen dabei hilft? Sie sind ganz alleine? Ich bin alleinerziehend mit meiner Tochter, genau. Das ist ja mal wirklich... Gibt es da irgendwie einen ehemaligen Freund oder der Sie vielleicht jetzt auf dem Kieker haben könnte? Mein Ex-Mann? Ja. Ex-Mann, Ex-Partner. Genau. Man weiß ja nie, dass er Ihnen Ihren Erfolg nicht gönnt. Kann ja sein, wäre ja nicht das erste Mal. Das, was hier mit einer Beziehung da zu tun hat, oder? Der weiß eigentlich über gar nichts Bescheid. Genau. Der ist aktuell irgendwie seit einiger Zeit auch nicht mehr präsent in unserem Leben. Absolut nicht mehr. Genau. Ja. Also er kümmert sich schon um Elisa, aber sehr sporadisch. Ja. Und genau, wir haben wenig Kontakt. Ich komme mir so dämlich vor, echt. Ich habe wirklich gedacht, da liegt eine Frau mit ihrem Kind. Ich dachte, da wär was Dramatisches passiert. Und dann, das ist doch... Man muss halt auch einfach dazu sagen, dass es eine beliebte Masche ist, einfach jetzt hier, wie hier die Dame, als Opfer abzulenken, um dann halt diese Ablenkung auszunutzen und dann halt jetzt wie hier auch diese Straftat zu begehen. Ne? Das ist halt eine Masche. Sie ist in diesem Fall wirklich absolut verwerflich gewesen, weil natürlich hier auch noch ein Messer dazu genutzt wurde. Und wer weiß, wenn sie sich vielleicht gewehrt hätte, wäre vielleicht Schlimmeres passiert. Aber diese Masche ist bekannt und wird auch oft genutzt. In meinem Transporter waren Schuhe im Wert von fast 9000 Euro. Das ist wahnsinnig viel und das ist auch für mein Unternehmen gerade sehr dramatisch. Hat er das irgendwie konkret geäußert? Hat er gesagt, ich weiß, was du da dabei hast und wie teuer das ist? Wie muss ich mir das vorstellen? Er wusste quasi den fast exakten Wert. Was hat er zu ihm gesagt? Er hat irgendwie gesagt, ich weiß, dass du Schuhe hast im Wert von 9000 Euro und ich weiß nicht, und die gehören jetzt uns oder irgendwie sowas. Wir wissen, dass du da Schuhe wert von 9000 Euro drin hast. Das sind jetzt unsere, hast du verstanden? Dieser Satz verrät eigentlich, worum es hier eigentlich ist. Könnte ja schon fast so eine Beziehungszeit, also irgendeine Verbindung ist ja da. Überlegen Sie. Meinen Angestellten würde ich blind vertrauen. Da ist Maria, sie ist die längste Angestellte. Sie ist eigentlich quasi von Anfang an dabei. Mhm. Ich muss auch sagen, alle waren am Arbeiten. Ja, ja, aber alle trotzdem. Waren bei uns in der Halle oder. Alles gut, aber sprechen wir weiter. Eine Frau oder? Zwei Frauen und. Drei Männer. Genau. Naja, sind jetzt 2 männliche Täter? Die waren aber, haben aber gearbeitet. Aber das heißt ja, es geht ja um das Wissen. Es geht ja um das Insider-Wissen. Ja. Sie können in der Zeit vielleicht schon mal den Namen ein bisschen auf die Reihe bekommen. Und vielleicht, wir brauchen nämlich deren Adressen.
Die Kommissare folgern, dass zumindest einer der Angestellten etwas mit dem Überfall zu tun haben muss. Ihre Strategie? Ein Undercover-Einsatz in der Firma der Unternehmerin. Durch die Observation der Mitarbeiter wollen sie einen Tatverdächtigen ermitteln. Ich würde einfach mit in die Firma gehen, so wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, und würde einfach mal mich als Praktikantin ausgeben und würde da ein paar Tage mal mitschauen, okay, wie sich die Leute verhalten, was sie da so, ich sag mal, formulieren, wer dann Zugriff auf die ganzen Dinge, weil es muss ja wirklich einer gelesen haben, dass sie Schuhe im Wert von 9.000 Euro an Bord haben, ne? Durch das fehlende Geld steht die Existenz der Firmeninhaberin und alleinerziehenden Mutter auf dem Spiel. Lara Grünberg wird den 5 Mitarbeitern als Praktikantin vorgestellt. Um den Täter aus der Reserve zu locken, präparieren die Ermittler eine Falle. Wir haben uns jetzt ausgedacht einfach mal, dass wir haben ja auch von Ihnen hier in diese Auftragsschreiben, ja, dass wir mal ein fingiertes, so eine Auftragsbestätigung vorbereitet haben. Okay. Wenn es für Sie in Ordnung geht, würde mein Kollege Ihnen einfach eine E-Mail schicken. Diese Auftragsbestätigung müssten Sie dann ausdrucken. Okay. Und Sie legen die einfach mal so plakativ in Ihrem Büro auf den Schreibtisch. Ja, in diesem Fall hatten wir eine fingierte Auftragsbestätigung vorbereitet. Und in Absprache mit der Frau Milano haben wir ihr die zukommen lassen per E-Mail, nachdem ich das auch mit ihr abgesprochen habe. Und die sollte sie dann so platzieren in ihrem Büro, dass vielleicht der Täter anbeißt. Also Ecke, es hat geklappt. Die Marie hat gerade die Bestätigung bekommen und hat es jetzt hier auf den Schreibtisch platziert. Und sie geht. Also Büro ist frei. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, tut sich nichts. Oh, hier der Boris, Mitarbeiter, gerade im Büro gewesen, aber geht wieder. Und was der jetzt da gemacht hat, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Keine Ahnung. Hier, Ecki, das gibt's doch nicht. Maria ist im Büro, sie nimmt das Schreiben, steht am Schreibtisch, legt's hin und... Nee, mit dem Handy fotografiert sie das Schreiben ab. Das hier. Ich stelle die zur Rede. Hallo, Maria. Hast du mal ganz kurz Zeit? Ja, was ist los? Können wir mal nach draußen gehen? Ich würde dir gerne was erzählen. Ja, ja. Was okay, denn? Gehen wir mal. Ja. Ja, erzähle ich dir gleich. Okay. Nicht hier drinnen. Draußen. Du pass mal auf, Maria. Ja. Ich bin nicht wirklich die Julia. Wie, du bist nicht wirklich Julia? Ich bin von der Polizei. Was von der Kriminalpolizei, genau. Wieso das? Da kommt doch schon mein Kollege, es geht um Folgendes. Was soll das jetzt? Du hast eben was ganz Auffälliges gemacht. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Für mich Verdächtiges. Guten Tag. Hallo. Kein Apfel. Du hast eben diese Auftragsbestätigung, die da auf dem Schreibtisch lag im Büro, die hast du fotografiert. Ja, aber da ist so nichts bei. Also, warum hast du das gemacht? Ja, weil ich mich vorbereiten will auf die ganzen Aufträge, die so reinkommen. Ich glaube nicht, dass das so gemacht wird. Was soll denn das jetzt? Du weißt, dass ich jetzt nicht nur heute da war. So wird es nicht gemacht. Das verstehe ich nicht. Also, das heimlich getue? Ja, wie jetzt heimlich getue denn? Also, darf ich jetzt nicht mal mehr Fotos machen? Pass mal auf, das kommt mir sehr, sehr verdächtig vor. Und ich bin mir sicher, dass du mehr weißt. Zum Beispiel, ich was überhaupt gar nicht. Nee. Ich schlage vor, Sie kommen mit uns mit. Was haben Sie denn davon? Also wirklich. Ja. Dann fahr mal. Die Kripo-Beamten vermuten, dass die Angestellte und Freundin der Geschäftsfrau die firmeninternen Informationen an das Täterduo weitergegeben hat. Sie müsste die Kriminellen also kennen. Im Verhör versuchen die Ermittler herauszufinden, was die Angestellte weiß. Also wir haben den dringenden Tatverdacht, dass Sie in der Sache mehr drinstecken, als Sie mir jetzt so hier erzählen möchten. Ich kenne Sie schon länger? Ja, wir sind sehr, sehr befreundet. Ich bin von Anfang an. Ja, Sie haben das schon richtig erkannt. Also ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, dass Sie das abfotografieren. Mhm. Wollen Sie selber machen? Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Ich finde das ganz cool.
sollen Sie die Firma, oder wollten Sie eigentlich, dass die Firma mit Ihnen zusammen gegründet würde? Da hast du mal so geschleift, ne? Wenn es eine Freundin von Ihnen ist. Es war ja zunächst so, dass ich versucht habe, Sie durch eine Vernehmung zu einer Aussage zu bringen. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt. Sie hat also komplett gemauert und da kam uns der Gedanke, da sie ja doch mit der Frau Milano schon längere Zeit auch enger befreundet ist, dass man da vielleicht versucht, über diese direkte Freundschaftsebene da so ein bisschen diese Mauer zu durchbrechen. Ja, und genau. Aus diesem Grund. Das haben wir schon öfters gemacht und es ist nicht normal, dass man ja jetzt hier die Geschädigte und die mutmaßliche Täterin oder den Täter zusammenbringt. Aber in diesem Fall war es aus unserer Sicht die beste Lösung. Ja, und es hat ja gezeigt, dass es zum Erfolg kommen kann. Was ist denn los? Was ist los? Hast du irgendwas gesagt, hast du irgendwas mit diesem Überfall zu tun? Dann sag's mir. Bitte. Ey, was sollen werden, wenn wir das Geld, was da fehlt? Ich habe nichts mit dem Überfall zu tun. Ich habe nichts mit dem Überfall zu tun. Ich habe nichts damit zu tun, okay? Alles einfach total blöd gekommen. Warum? Es ist alles blöd passiert. Was ist blöd passiert? Sag, was ist blöd passiert? Ich habe eine kleine Tochter, bitte. Ich weiß, du weißt es. Oh Gott, ich kriege Gänsehaut, wirklich. Also noch ein bisschen Zeit. Jan hat mich überredet, mein Freund hat mich überredet, diese blöde Auftragsbestätigung auch zu fotografieren. Ich habe auch nicht gewusst, dass das alles so aus dem Ruder läuft. Ihr Freund. Komm mal hier, ich habe hier ihr Handy, auf dem sie das Foto hat. Vielleicht hat sie das noch mal nicht weggeschickt. Das ist so ausartet, dass es mit dem Messer bedroht wird. Aber warum, das kannst du mir doch nicht antun. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Appell der Mutter an ihre Angestellte hat Erfolg. Jetzt ist klar, dass deren neuer Freund den Raubüberfall begangen hat, mit Hilfe von Insider-Informationen. Deshalb wusste er, um welchen Wert es ging. Sie haben Ihren Freund angesprochen. Ja. Ich habe ja hier Ihr Handy noch, mit dem Sie diesen Lieferschein fotografiert haben. Jetzt hoffe ich doch insgeheim und inständig, dass Sie da noch nichts mit angefangen haben mit dem Foto. Nee, ich habe es erstmal nur gespeichert. Ich wollte es mal erst checken und... Das eröffnet uns. Warum machen Sie das? Andere Möglichkeit. Er hat mich darum gebeten und hat mich halt überredet, das zu tun. Und aber warum? Hat halt alles Mögliche versprochen. Ich bin halt verliebt. Ich kenne ihn halt noch nicht so lange. Ist die Liebe, ne? Hab mich da halt einfach unfassbar überreden lassen. Kann es sein, dass er diese Masche schon mal abgezogen hat mit einer anderen Frau? Ist er kürzlich von irgendeiner Frau getrennt, als ihn kennengelernt hat? Also wir kennen uns jetzt seit 2 Monaten. Ich weiß nicht wirklich viel von ihm, aber... Sie wissen nicht viel von ihm? Nee. Und das macht man aus Liebe? Ja. Und sonst gar nichts? Nein. Wir machen es so, Sie schicken Ihrem Freund, wie gehabt, diese Informationen zu. Er wird natürlich sofort Blut lecken, ob der Summe, die da auf dem Lieferschein steht. Und wir hoffen, dass er dann drauf anspricht und sagt, alles klar, dann und dann sind wir auch da. Wir haben da schon einen Ort und Zeit ist ja alles soweit vorgegeben. Dann werden wir das so machen, Sie schicken ihm das, wenn er sich bei Ihnen melden sollte, was ich fast nicht denke, dass er Sie anruft. Dann machen wir uns auf den Weg, du fährst. Und wir Sie haben ja Ihren Lieferwagen da, ne? Ja, Sie haben ja noch mehrere gehabt, ne? Ich würde den fahren. Mhm. Genau. Ja, du hast ja noch die rote Jacke, das passt ja alles gut. Ja, und du nimmst die Frau Milano mit. Ja. Und ihr seid auch dabei? Wir bleiben aber ein bisschen im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall abgesetzt, klar. Also in einer Stunde schreibe ich jetzt? Geben Sie ihm ungefähr eine Stunde. Circa eine Stunde ist... Das Foto haben Sie geschickt, ne? Das hänge ich jetzt noch an. Die Schuhe, die angeblich eine Versandfirma bestellt hat, sind mit einem Wert von 10.000 Euro angegeben. Aber das Ganze ist ja eine Falle der Kripo. Aha, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich bin in einer Stunde vor Ort. Ja, das ist für uns der Startschuss. Okay. Sie bleiben hier? Ja. Genau, Sie bleiben hier und der Kollege genau, ist erstmal bei Ihnen und wir fahren dann los. Ja. Gut. Die Übergabe der vermeintlichen Schuhlieferung soll auf dem Parkplatz der Firma erfolgen, so der Plan. Um die Täter zu überführen, postieren sich Polizeikommissar Norman Winter und Polizeihauptkommissarin Sandra Fromme dort. Frau Milano, ja. Also die Sache wird jetzt ernst. Okay. Sie bleiben in jedem Fall, egal was passiert, im Fahrzeug sitzen. Regen Sie sich und rühren sich nicht. Bleiben in jedem Fall drin, wenn was ist. Wenn wir Sie brauchen, wenn wir Sie hinzuziehen möchten, dann kommen wir zu Ihnen. Aber Sie bleiben, und das müssen Sie mir wirklich hoch und heilig versprechen, im Auto sitzen. Okay. Ja? Ja, danke.
Okay, dann alles klar. Lockvogel Lara Grünberg fährt den Zielort an und bemerkt schon unterwegs zwei Verdächtige. Du, Ecki, ich bin jetzt auf dem Weg zu dem Gelände. Und es setzt sich auch gleich ein weißer VW hinter mich. Habe ich im Blick, wir sehen alles. Folgt mir. Seid ihr bereit? 1326 entwickelt. Schalte 25 auf. Ja, also im Fahrzeug auf jeden Fall eine Person mit einer Maske. Hier, die kommen auf mich zu. Zugriff. Polizei. Mach auf jetzt. Polizei, keine Bewegung. Legen Sie auf den Boden. Sofort die Waffe fallen lassen. Ja, ganz schnell. Die Hände auf den Rücken. Die Täter wären offensichtlich nicht davor zurückgeschreckt, die Kriminaloberkommissarin zu verletzen. Die Ermittler stellen zuerst den Freund der Mitarbeiterin zur Rede. Was ist hier vor 3 Tagen gewesen? Keine Ahnung. Die gleiche Masche wie jetzt, ne? Was ein Glück war ich das jetzt, ne? Und was ein Glück wussten wir davon. Und jetzt? Wie und jetzt? Ja, und jetzt? Das ist schon ein schwerer Raub. Also, und zwar ist es jetzt ein Versuchter hier. Und wer weiß, was noch alles auf ihre Kappe geht, ne? Also ganz Sie ehrlich. Sie sollen uns gleich mal das Auto angucken. Mit Sicherheit wird er auch was auf dem Kerbholz haben. Mensch, ja, lass los. Ja, lass los hier. Wir haben ja jetzt beide Täter dingfest machen können. Trotz allem sind immer noch Fragen offen. Wir haben zum Beispiel immer noch nicht den ursprünglich entwendeten Lieferwagen. Wir haben noch nicht das restliche Stehlgut. Ja, und so ein paar Spuren hätten wir auch noch ganz gerne, oder? Genau. Kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit auf uns zu jetzt. Dann nehmen wir sie mit. Ja, KTU ist bestellt, Abschlepper. Das machen wir gleich alles. Machen wir alles über Draht. Ja, ja. Das läuft. Nee, ich habe schon verständigt, nur das Fahrzeug, das Schlüssel steckt. Lassen wir ihn hier stehen und fahren erstmal, ne? Lassen wir ihn stehen. Super, gut. Das ist kein Problem. Es stellt sich heraus, dass die Täter schon vorher Überfälle begangen haben. Die beiden kannten sich aus. Sie werden wegen Bedrohung, Nötigung, schweren Raubs und versuchten schweren Raubs belangt. Die Mitarbeiterin wird wegen Beihilfe zu den Straftaten angezeigt. Die Geschädigte erhält ihren Lieferwagen und die gesamte Ware zurück.